liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Und wir machen heute weiter. So, ich muss das Mikrofon kurz richten, jetzt geht's weiter. Wir machen heute weiter mit der Erkundung der Route 10. 210, wir müssen natürlich nach Elysis. Wir haben letzte Folge den Talisman bekommen von Cynthia. Und haben den Anthony hier so rumgestanden geholfen. Also, geht's weiter heute. Wir haben jetzt tatsächlich die VM auflockert und ja. Jetzt geht unserem Abenteuer erstmal nicht mehr Wege. Auch keine sprühlose Superschutz. Und natürlich ein wildes Pokémon. Das ist natürlich da ein Kleinstein. So, jetzt wollte ich es direkt sammeln. So, dann wollen wir mich auch hören. So, sorry, wie gesagt, ich muss noch mal das Mikrofon. Das ist genau das. Knistern, Rauschen, was auch immer da ist. So. Na dann. Ich glaube, ich nehme tatsächlich jetzt mal den Superschutz mit rein. Weil ich finde, Pokémon, das könnte auf Dauer ein bisschen nervig sein. Also heute machen wir noch wieder von den Mises. Das könnte sein, dass es heute eine etwas längere Folge gibt. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir schon auch etwas länger gemacht. Ja, mal gucken. Aber vielleicht sogar schon in dieser Aufnahmesession. Die gute. Wie heißt sie denn? Wie heißt du die Arena-Lehrerin von Herzhofen? So. Ich komm jetzt echt gerade nicht auf den Namen. Der ist gerade komplett weg. So. Mal, ich muss mal gerade gucken. Superschutz. Das nehmen wir mit rein. Und dann ist hier oben ein Trainer. Und zwar ein Ninja. Ich gehöre zum Ninja-Trio, da ich abgelogen bin, bleibt mir nur der Kampf. So, der Scheiner hat einen Kleinschein. Normalerweise haben die Ninja doch immer eigentlich einen. Gibt Pokémon oder nicht? Du kennst dich zumindest von den alten Editionen. Ich kenne ja zum Beispiel Pokémon Let's Go Pikachu und so mit Koga. Die hatten ja auch einige Ninjas dabei. Und die sind ja meistens wieder mit den Titel und Gift-Pokémon aufgetaucht. Aber das könnte sogar schon diese Folge passieren, sehe ich gerade. So, erstmal den Bühl. Kleinschein wegspielen. So, ich mache jetzt mal kurz mit dem anderen Trick, mache ich den Sandsturm mal weg. Bonita. So, also ich gehe jetzt auf Sonnentag, damit ich quasi meine Feuerattacken passe, diese komische Sonnensturm. Es scheint die Sonne und der Sturm zieht ab. Ja, ist mir fast klar, dass du nicht mehr kommst. Das ist natürlich klar. Bonita wird aber noch danach Level 35 erreichen. Ob da nur noch 5 Level 35 erreichen kann. So, habe ich damit. Level 35 für Bonita. Knapp. Feuerwehr brauche ich nicht. Muss ja das okay. Und noch ein weiteres Kleidchen. Und vielleicht haben wir nach diesem Kampf tatsächlich unser Empolion. Nein, noch nicht ganz. Wenn wir noch ein weiteres Pokémon, dann wäre es doch tatsächlich soweit. Aber ja, ich denke mal, das kriegen wir diese Folge noch hin. Kriegen wir diese Folge noch hin. So, erstmal einen Hypertrank. Ich gucke jetzt gerade mal, ob in diesem Grasbüschel noch irgendwo ein Trainer sitzt. Das glaube ich gibt 3 oder so. Von den Ninjas, ne? Ne, da nicht. Da oben ist noch ein Item. Nämlich ein Hyperball. Wir kriegen dann tatsächlich. So, das muss ich gerade gucken.
Da muss ich mal kurz auf Auflockern einsetzen. Der Raptor setzt Auflockern ein und legt den Nebel. So. Das hier ist übrigens kein Trainer. Glaube ich zumindest nicht. Kann ich die Formattacke Auflockern einsetzen? Kann ich damit für besseres Wetter sorgen? Wie geht das? Geht? Nein, Vogel-Pokémon schlägt mit den Flügeln. Löst so den Nebel auf. Da oben könnte einer. Ist auch einer. Jetzt weiß ich nicht, warum, Pilz. Das war mein Plan. Während ich dich noch während du dich noch vom Schreck erholst, schnappe ich mir den Sieg. So, das heißt, wir haben einen Zubat als Gegner. Ich sag ja, meistens haben die ja die Pokémon oder sowas. Ach Mann, jetzt wehrt sich noch gegen den Pionskora. Okay. Auch Pionskora war eigentlich mal eine Idee fürs Team. So, die Frage ist, ist es Käfer Kiff oder was ist das Käfer Unlicht? Ich weiß es gerade nicht. Ja, nicht ganz. Ja, ich bin froh, wenn wir mit Ramaidon endlich mal Erdbeben oder sowas kämpfen. Oder ne, zumindest mal eine gute Gesteinsattacke. Jetzt sollte es doch endlich klappen. Jawohl, Bliebren erreicht endlich. Endlich nach langem Werden. Level 36. Das heißt, ich würde mich nach diesem Kampf tatsächlich zum Podium entwickeln. Und damit hätten wir unser erstes Bild und zweites Podium entwickelt. Weil Ramaidon ist ja schon durch. Militi kommt jetzt relativ bald. Kramux-Bumus dauert auch nicht mehr so ewig lange. Bonita braucht noch ein bisschen. Aber das kriegen wir schon noch irgendwie. 25er Golbat, das sollte eigentlich auch nicht das große Problem sein. Ah, immer noch nicht ganz. So, also jetzt gibt es wieder stärker auf die Fresse und dann ist es durch. Die Fliegenklaue triggert. Besiegt. Und jetzt wohl ganz sein. Jetzt sollte die Entwicklung noch kommen. Und damit haben wir es doch endlich geschafft. Und damit herzlich willkommen im Team Empoleon. So, und jetzt frage ich mich, ob du noch eine Attacke lernst. Eigentlich müsste der sogar jetzt auch eine Attacke lernen. Wasserdüse, okay. Was haben wir denn? Wasserdüse ist 40. Nee, überhaupt nicht. Es war eine Prio-Attacke, aber ich brauche es gerade nicht. So. Und ich werde das jetzt anders machen. Ich werde das Bonita nach vorne ziehen. Weil. Nee, warte mal. Ich ziehe Medizin nach vorne. Weil das ist das nächste Pokémon. Was sich entwickeln soll. Danach kommt Bonita und Kramonx muss auch wieder. Und es fehlt ja noch immer noch unser letztes Teammitglied. Ja, mal gucken, wer auf die Idee kommt, welches Teammitglied ich ins Team nehmen will. Hm, kannst du mal in die Kommentare schreiben. Aber. Brauchen wir nicht. Komm, wieso weit? Wir machen es anders. Ich fliege mal kurz eben rüber zum nächsten Dorf. Weil ich muss ganz kurz. Ich muss mir mal Schutz-Items kaufen. Ich würde mir den wilden Pokémon jetzt immer zu schnell und zu langatmig. Auch jetzt vor Schutz. So. Was ist der Plan in der Sache? Warum sind noch einige Trainer da, die uns noch gefährlich werden können, denn. So. Also erstmal. Die Frage ist, was für Schütze kann ich schon kaufen? Superschutz, okay. Ich
kaufe jetzt mal 31 Stück. Das sollte reichen. Immer noch Gele. Schaufel habe ich ja. Beleber. Könnte man gut gebrauchen. Auch da sind es wieder 31 Stück. Gut, schon aber kein Geld mehr. Aber gut, das passt. So, ich muss jetzt gerade wieder aufs Bike steigen. Ihr müsst ja wieder da hoch. Ich weiß, ich muss jetzt den ganzen Weg wieder zurück, aber ich würde sich auch nicht holen. So. Beutel, genau. Ja, jetzt können wir nämlich ohne Probleme da durch und müssen nicht immer ständig Gefahr laufen. Wilde Pokémon zu treffen. Wie gesagt, das wird auf Dauer noch ein bisschen eintönen, ein bisschen öde und das würde ich genau jetzt erstmal verhindern. Wir brauchen dann außer letztes Teammitglied nichts mehr. Und deswegen ist es jetzt erstmal zu weit. Okay. So, hier ist noch ein Astrainer. Als Astrainer muss ich stets einen kühlen Kopf bewahren, aber egal ob ich gewinne oder verliere. So, auf jeden Fall ein Ponita als Gegner, Level 27. Sollte jetzt nicht die Mega. Ja, kann sagen. Sollte jetzt nicht der Mega. Sollte jetzt nicht der Mega-Gegner haben. Wir brauchen noch zwei Level. Checker rein. Na ja, komm, das kriegen wir hin. Auch das ist nur Level 27, das ist jetzt nicht. Ich gehe jetzt mal auf Psychokinese, sicher ist sicher. Das überlebt es doch. Okay, dann spielen wir das Spielchen ein bisschen anders. Spiele ich das Ding mit Ableithieb. Eigentlich sollte das kein Problem sein. Steht gut. Normal ist das Spiel. Und dann haben wir unsere KP auch direkt wieder. Beklagt, dass er verloren hat. So, okay. Ponita und. Okay, das ist soweit okay. Ich brauche mal ein paar Tränke. Wir schnappen uns dieses. Ach, Trainerpferde. Hier kommt der Trainer. Bist du bereit, Lina? Los geht's. Ich will alle Tricks einsetzen, die du mir beigebracht hast. So, Ines und Ede möchten kämpfen. Bereit schon alle da. Oh, das ist schon eine kleine Herausforderung. Das kann auch schon nämlich wertsam werden. Muss ich jetzt gleich mal gucken. Ableitiv geht auf Raichu. Volle Lotte. Wie das denn so steht? Gehe mal auf Sonntag, push mich mal gerade ein bisschen hoch, damit ich theoretisch mit Feuerattacken draufballern kann. Ich weiß, dass es gerade noch vermutlich eine Wasserattacke kann. Ziehen wir erstmal das Raichu aus dem Rennen. Das ist schon mal erstmal Nummer 1. Das ist gefährlich und das will ich gerade ein bisschen verhindern. Ramendo Level 34, wenn ich Level 36. Okay. Krafttrick brauche ich. Tausche, glaube ich, Angriff und Verteidigung oder sowas. Was ja nicht mehr los. Okay. Gut, dann
dann gehe ich auf Garde auch mit Feuersturm. Weil Feuersturm sollte eigentlich 100% Attacke sein, weil ich durch den Sonntag. Ja, ich glaube, das wird dann auch wegstecken. Auf jeden Fall wegstecken. Na, Kaskade, es geht weiter auf den Winter. Hier ist eigentlich gar nicht so doof. So, dann nehmen wir das anders. Nein, dann hau ich mit Stampfer drauf. Ja. Und tschüss. Sogar noch ein Volltreffer. Karanas geht auch baden. Kamox erreicht Level 37. Bonita bald Level 36. Ist doch schön. Langsam wächst das Team. So. Gut. Da oben ist noch ein Trainer, ein weiterer Arzttrainer und Arzttrainerin. Die Schatz von deinem Talent überzeugt zu sein. Mal sehen, ob zu Recht. Ja, klar. Ich würde jetzt nicht sagen, nö, mach ich nicht, aber klar, warum nicht? Mordappell. Aber Mordappell war lange nie die, ob man die Zeit dazu nimmt. Mordappell ist Käfer auf jeden Fall. Käferflug, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das kann nur Ponita sein, als Idee. Weil die beide Typen sind gegen unsere Medizin, die wir im Wort Ponita. Pusht sich mit Faltarei. Boostet Angriff und nicht bezahlt. Verteidigung, Verteidigung. Okay. Das heißt, ich gehe auf die Nummer sicher, ich gehe auf Flammenwurf. Wenn ich geboostet habe, ich dachte, wir sollten. Nee. Okay, dann ist sie dann so schwach, dass du verlierst. Ich bin mal Tapero. Jetzt hast du noch einen Onix. Ja, dann kann ich wieder auf. Dann kann ich wieder auf Meditier gehen. Passt, Level 36, Luxio noch hinterher. Luxio ist doch Spielzeug für unser Ramaidon. Aufgrund des. Nein, es ist kein Bodenstück, es ist ja nur die Spannung. Aber wir haben die Bodenattacke nutzen. Und deswegen ist es wichtig. Und. Okay, ich dachte, Überbrückung juckt den nicht. Also trotzdem. Ist aber nicht tragisch. Und tschüss. Ist Luxio. Du kannst wahrscheinlich nur mit Biss angreifen. Nee, Quatsch, Moment, halt, wie gesagt, wir sind nicht kein Notdienst. Wir sind nicht kein Notdienst. Ich spreche, wir doch die Lenkrad-Attacken. Ja, normale Effekte. Also, wirksam. Aber einfach mal, was ich gesucht habe. Level 36 für den Konita. Ja, wie gesagt, kleines Mediki, das kann natürlich sein, dass du dich demnächst entwickelst. Da hätten wir sogar zwei Mittel in der Pause. Weil, ja, aber das glaube ich nicht. Ne? Da ist noch ein Ninja. Hey, Ninja, stehen dir eine Menge coole Technik zur Verfügung. Ja, das ist mit dem Boden vergraben. So, es ist ein Pudox. Erstmal. Pudox ist vom Typ Käfer-Gift. Dementsprechend sollte die Psychokinese fast. Ja, es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber ich denke mal, wenn du Level. Ich denke mal, wenn die nächste Stufe kommt, dann sind die auch wieder. Dann sollte das, hätte das auch mit einer Attacke gereicht. Also, Power 2. Was du, Pudox? Ernsthaft? Ich dachte, du hast jetzt ein bisschen mehr. Ich dachte, du hast jetzt ein bisschen mehr. Das war jetzt nicht schade. So Golbat oder so wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen. So. Na gut. Dann
runter und holen uns zumindest das Item da. Das da unten können wir noch nicht holen, weil wir weder Kathedrale besitzen noch Surfer. Aber es dauert nicht mehr so lange. Gut, das ist die TM30 Spukball. Das ist die TM30 Spukball. Spukball wäre vielleicht sogar gar nicht so eine doofe Idee für unser Psycho-Pokémon. So habe ich das in privat auch gespielt. Und zwar graben wir uns nicht rein. Der Meditip. Ich bin jetzt eher so dieser spezielle Typ. Und deswegen gehe ich, das nehme ich Psychstrahl raus, habe ich auf Psychokinese und nehme Spukball rein. So, gut, cool. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, darüber zu fahren. Okay, da ist noch ein Trainer. Da unten ist, glaube ich, noch ein Ninja. Ein massiver Muskel, nicht nur Schau. So, Marshock hast du. Marshock sollte eigentlich nicht viel machen können. Es sei denn, dass du mal Petto. Du jetzt. Selbst wenn. Ich habe jetzt nicht gerechnet, dass ich mit einem Psychokinese-Angriff das Viech runterkriege. So. Ach, das kotzt mich gerade einmal an, wenn du nur ein Pokémon hast und du bist wirklich so ein Millimeter vor der Entwicklung oder vor dem nächsten Level. So. Ich will jetzt einen Ninja. Dann hätten wir sogar zwei Entwicklungen in dieser Folge. Cool. Gut. Da wir ja leider nur noch eine Psycho-Attacke besitzen, wäre mit Psycho-Attacke ein bisschen einfacher gewesen. Aber das Trebunker hat sowieso keine Chance. Meditier geht auf Level 37 und Empoleon geht auch auf 37. Ich glaube, Meditier entwickelt sich auf 37. Bin mir aber jetzt nicht so sicher. Nicht zu 100% zumindest. Ramaidon.